Am Samstagnachmittag hat die Verbandsligamannschaft der WTG Heggengäu einen souveränen Sieg gegen den TSV Lustenau erzielt. Der Start am Boden war mit 16:0 Scorepunkten herausragend. Luis Weiß und Tim Berger trugen hier jeweils 4 Punkte bei. Am Pauschenpferd musste die Gemeinschaftsliga eine knappe 5:8 Niederlage einstecken. Gute Elferwertung erhielten Jan Griesmeier und Peter Kneemeyer. An den Ringen war für die Gäste ebenfalls nichts zu holen. Insbesondere dank Kapitän Julius Hottmann, der durch seine sehr saubere Ausführung mit einer Endnote von 12,0 Punkten überzeugen konnte. Auch am Sprung war die WTG deutlich überlegen. Die Heggengäuer machten den Unterschied mit ihren hochwertigen Sukahara-Sprüngen. Verbandsliga-Neuling Tim Berger überzeugte hier mit einer tollen Wertung und 4 Scorepunkten. Dennis Bulut zeigte schließlich am Bahn eine fast fehlerfreie Übung, mit der auch dieses Gerät an die Heimmannschaft ging. Das abschließende Reck war dann nur noch eine Formsache und wurde mit 9:7 gewonnen. Tim Berger wurde Topscorer des Tages. Die WTG Heggengäu 3 stand am Samstag vor einer schwierigen Herausforderung, als sie gegen die Gäste von der WKG Bonlanden-Silmingen antraten. Das Team der WTG war ersatzgeschwächt und konnte nur mit einer Rumpfmannschaft antreten. Am Boden waren beide Teams zunächst auf Augenhöhe. David Seifert-Baldowi lieferte mit 11,55 Punkten die hochwertigste Kür auf Seiten der Gemeinschaftsliga ab. Am Pauschenpferd machte sich jedoch das Fehlen wichtiger Akteure bemerkbar. Trotz der überzeugenden Kürübungen von Jannik Kellenberger und Lennart Görgens wurde der Abstand immer größer. Um die Personalnot wenigstens an einigen Geräten zu lindern, turnte Benedikt Schuler ungeplant einen Sechskampf. An den Ringen erhielt er die Tageshöchstwertung. Am nur knapp verlorenen Sprung wusste Lennart Görgens zu überzeugen. Nur 3 Turner konnten dann am Barren aufgeboten werden. Am Königsgerät, dem Reck, konnte die WTG 3 wenigstens 2 Gerätepunkte retten, welches mit 32,6:29,5 Punkten entschieden wurde. Lars Schwand konnte hier trotz großem Trainingsrückstand seine Routine ausspielen. Wir kommen zur Siegerehrung des heutigen Heimwettkampfes der WTG Heggengäu.